Willkommen zurück zu Ungeschafft, dem Format, in dem ich nur Level spiele, die noch niemand abgeschlossen hat. Und der Trend der Japaner-Level scheint sich auch hier fortzusetzen. Ist das nicht schön? Was haben wir hier? Dekiru. Dekiru heißt können, aber als Frage dann eher sowas, wie schaffst du das? Und der Rest weiß ich nicht. In letzter Zeit hat er irgendwas beobachtet? Das ist kein Trampolin, sondern ein Yoshi. Ah! Dieser Sack, ey. Das weckt ja schon die Neugier, ne? Wenn man einfach so gar nichts hat, mit dem sich arbeiten lässt. Ist bestimmt irgendwo da oben. Nein, da ist auch nichts. Oh Gott, es ist irgendwo ein versteckter Block. Tada. Dass die aber auch immer, dass nicht mal jemand auf die Idee kommt, die irgendwie eins vom Bildschirmrand weg zu platzieren, ne? Das ist faszinierend. So, jetzt brauche ich aber immer noch ein Ziel. Und hier hinten war keins. Wofür ist überhaupt die Klaue? Ist sie nur so ein Überbleibsel aus früheren Entwicklertagen? Ich muss nochmal gucken, ob da wirklich nichts ist. Ja, da käme man vielleicht hin, aber nicht mit Trampolin. Ich hätte gehofft, ich könnte ein bisschen mehr Schwung durch die Klaue kriegen. Nein. Ich habe gerade mal schnell geguckt, was der letzte Satz noch ist. Und es heißt wohl sowas wie Herausforderung für Viertklässler. Ich weiß natürlich nicht, in Japan ist das ein bisschen anders, ne? Mit dem Schulsystem. Ich weiß nicht genau, was, in welchem Alter da Viertklässler sind. Auf jeden Fall scheinen die mehr drauf zu haben als ich. Bei mir ist das jetzt so hoch. Soll ich nochmal gucken, ob hier vielleicht nicht doch noch irgendwo was versteckt ist? Ich meine, wenn er einen versteckten Block hingepflanzt hat, dann spricht ja nichts dagegen, dass es davon noch mehr gibt. Für den Anfang will ich erstmal nur darüber kommen. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Trampolin anschließend. Ich will mal den Schwung ausnutzen, wenn das nach vorne geht. Wow, ich glaube, das bringt tatsächlich was. Yo! Momentum Baby. Was denn jetzt? Toll. Und dafür kriege ich noch nicht mal was. Bin hochgradig verwirrt. Ohne geht's nicht, oder? Ich will ja schon. Bestimmt gibt es irgendwie so einen komischen Trick, dass man hier wahnsinnig viel Schwung von dieser Klaue kriegt, oder? Aber ich wüsste nicht wie. Oh komm! Die Klaue macht echt nix, ne? Die macht nix. Die hat keinen Bock auf ihren Job. Nicht mal das Trampolin kriege ich dahin. Nicht mal das Trampolin. Das alleine wird mich wenigstens über diese Wand aus One-Ways bringen. Und wenn ich hier das Trampolin hätte, dann könnte ich es aber von der anderen Seite nochmal greifen. Das wäre nicht das Problem. Also muss ich letztendlich doch nur das Trampolin hier hinbringen. Was ich halt schon mal überhaupt nicht verstehe, ist, warum der Anfang hier so gemacht ist. Dass das Trampolin versteckt ist und... Das ist so doof, oder? Vergiss es. Warte mal. Mir kommt da gerade was von ganz weit hinten. Clawlick Glitch.
Es gab mal diesen Glitch, mit dem man sich übelst schnell bewegen kann. Ich glaube, alles, was man dafür machen musste, war, das Item in die Klaue zu spucken und im exakten Frame, wenn es gegriffen wird, wieder rauszuschlecken. Und theoretisch, je nachdem wie alt das Level ist, ist es vielleicht auch eins, bei dem das noch funktioniert? Oder es funktioniert sowieso heute noch? Ich weiß es nicht. Aber ja, jetzt wo ich das Setup so sehe, ich glaube, das ist tatsächlich dafür gedacht. Dang it. Weil dann könnte ich hier so rüber zoomen. Ich glaube, ich muss mal kurz nachgucken, wie man diesen Glitch exakt ausführt. Oh! Das ist es! Das Trampolin ist jetzt quasi da und in Yoshis Mund gleichzeitig, aber... heißt das, ich kann jetzt quasi... Nein, was kann ich denn jetzt? Inwiefern hilft mir das? Wow, das ist eigentlich voll easy. Das heißt, wenn ich... Moment. Ach, und... Wenn Yoshi jetzt stirbt... Dann kommt's zurück. Die Klaue soll mal ruhig bleiben, ja? Die soll mal ruhig sein. Okay, wenn die Klaue so mitgerissen wird, ich glaube das... Ja, das ist das Zeichen dafür, dass es funktioniert hat. Und jetzt... habe ich's in der Hand quasi... und krieg, sobald Yoshi in den Abgrund fällt. Oh no. Please. Jetzt muss ich das auch noch machen. Gah. Yippie! Okay. Ich glaube, wir sind was auf der Spur. Was für ein unpraktisches Level. Kam da jetzt noch Mancha runter? Das heißt, ich will mich von hier direkt beeilen, oder? Sonst... Boah. Ah! Tatsache. Okay. Dann könnte ich das Level jetzt abschließen. Ich hab's nicht anders verdient. Was geht jetzt noch schief? Konnte mir nicht merken, das ist da. Hallo? Oh, falsches Item. Manometer. Oh, das hat jetzt halt ewig gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass das dieser Glitch ist, ne? Puh. Ein Toll kriegt's dafür aber nicht. Oh, das in der Beschreibung steht Bug. Also Bug. Hätte ich das mal früher gelesen. Egal. Ich glaube, ich muss mal aktualisieren. Weil es jetzt so lange gedauert hat. Aber das hier von vorhin ist immer noch da. Was ist das überhaupt? Das hatten wir schon mal. War das nicht Estland, Lettland? Irgend sowas in die Richtung? Dieser Glitch, was, schon wieder Glitch? Dann machen wir heute Glitch-Episode. Makes you up, was auch immer das heißen soll. Look like in a biggest gravity of space. Weiß ja nicht, wie es um den Englischunterricht bestellt ist in Lettland. Ich bleibe jetzt mal bei Lettland. Sammle alle One-Up-Pilze auf. Und erreiche das Ziel. Ja, das ist jetzt kein Glitch, oder? Das ist halt durch die niedrige Gravitation. Rutscht man langsamer runter, als dass man von den Fließbändern nach oben getragen wird. Das ist jetzt eher so ein kleiner Physics-Exploit, oder? Keine Ahnung, wie man das nennen will. Hm.
trotzdem habe ich das noch nicht oft gesehen. Was eigentlich eine ziemlich witzige Mechanik ist. Oh no. Was auch ein bisschen unheimlich ist, wenn so Level, die auf den ersten Blick eigentlich gut aussehen, nicht abgeschlossen sind. Dann muss man sich mal fragen, warum nicht? Was hat die Leute davon abgehalten? Welcher Horror, welcher Schrecken mag hier auf mich lauern? Das ist super, oder? Jetzt mit der Feuerblume, dass es mir alles aus dem Weg schießt. Was ist hinter der Röhre? Ja, das ist super ungünstig. Gleichzeitig brauche ich die auch nicht wirklich. Oh oh. Es funktioniert nicht, wenn man sich dreht. Nein! diesmal nach unten. Aua. Ja, egal. Es kam da von oben runter. Soll das ein Scherz sein? Wenn man jetzt noch nach oben rausgeblasen werden würde, dann wäre es noch witziger. Okay. Da ist wieder meine verhasste Feuerblume. So, ist jetzt der Bosskampf so unendlich schwer, dass niemand den geschafft hat? Au. Da sind Paus. Oh nein, was? Seit wann ist der denn da? Ah! No capisce. Aha. Das ist doch vielleicht mal ein gutes irgendwas. Lass mich mal erfassen, was das jetzt genau gebracht hat. Help! Yay! Oh. Da gab es ja noch eine Zielbedingung. Oh nein! Ist die Zielbedingung etwa das Problem? Kann ich so niedrig springen? Okay, hier ist einer. Das ist ein Anfang. Und die Bombe? Oh oh. Ja, hier sind die nicht mehr. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ist die Flamme hier? Wenn hier. Was wäre denn in dieser Röhre hier noch gewesen? Das kann ich jetzt leider nicht mehr rausfinden. Hier war ich vorher nicht. War das nur ein alternativer Weg? Ah. Als ob. Ja, hier oben ist aber, glaube ich, nichts mehr. Ich könnte daran. Na, da ist nichts mehr. Das sieht verdächtig so aus, als wäre das die Röhre. Ich habe jetzt bewusst nochmal nicht die Abkürzung genommen, weil ich versuchen will, die Münzen zu sammeln. Ich bin mir allerdings fast sicher, dass es nicht zählt. Es zählen wirklich nur die Lebenspilze. Und wenn man die Leben auf andere Art und Weise sammelt, dann zählt es nicht. Okay. Nein? Schade. Oh, danke. Na gut, sie sind an Spots, wo man sie finden kann, aber das
verstehe ich halt trotzdem nicht, ne? Das Level ist im Prinzip ja gar nicht so schlecht. Und warum man das jetzt hier so verunstalten muss mit diesem unsichtbaren Leben, entzieht sich meiner... Ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Level halten soll. No! Es steckt auf jeden Fall ein bisschen böse Absicht drin. Es ist nicht einfach nur... Es ist nicht einfach nur unabsichtlich böse. Okay. Bamski. Habe ich jetzt keinen Pau mehr, um die Mancha aus dem Weg zu räumen? Why, Bro? Nee, habe ich wirklich nicht. Absichtlich? Nein! Okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich eins übrig lasse. So. Bitteschön. Jetzt habe ich's, ne? Könnt mich sogar noch treffen lassen. Bingo. Boah, ey. Ja, echt super weirdes Level. Primelchen. Das sieht nach einer Platforming-Challenge aus. Das wäre ja auch mal was. Aber habe ich wirklich noch die Geduld für ein weiteres Japaner-Level? Choto yatte mite. Was heißt das? Oh Gott, ich darf den Boden nicht berühren. Ja, dann weiß ich aber... Oh Gott. Nein, bitte nicht. Das ist ein reines... Es sah nach Platforming aus, aber es ist ein reines Geduldsspiel. Moment, wie komme ich hier überhaupt weiter nach unten? Ich stell mich mal wieder an, wie der letzte Rentner. Sehr schön. Ja, das geht jetzt wahrscheinlich ewig so weiter. Und irgendwann fällt man dann doch auf den Boden. Okay. Ja, Hilfe! Es wundert mich, dass da... Oh! Mit der Ranke stimmt was nicht. Man lässt automatisch los. Ach so, weil sie versucht hat, sich in die andere... Ja, okay, weil sie versucht hat, den Arsch in die andere Richtung zu strecken. Aber... Wie lange geht denn der Spaß noch? Hier ist Münze Nummer 3. Das ist so ein komischer Moment. Man wird da abgesetzt und auf einmal bleibt man stehen. Und läuft in die andere... Ach, und läuft in die andere Richtung. Oh! Der Moment, wo man da drauf kann, ist so klein. Ich gehe immer zu früh los. Jedes Mal. Ah. Wann genau dreht denn das Ding um? Das nimmt mich nicht zufällig so mit. Nein, es nimmt mich nicht von alleine mit. Ja, das täuscht total, ne? So. Okay. Yes. Endlich ist der Booty mal für was gut. Das ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Vor allem muss ich jetzt da runter. Das war knapp. Moment. Das... Es gibt gar keine... Belohnung? Egal, die meisten lagen sowieso auf dem Weg. Ha. Aber das war jetzt mal ein okayes Level, ja. Es hatte keine Glitches, es hatte keine versteckten Blöcke. Es hatte eine ordentliche Challenge. Kriegt mal ein Herzchen. So, das war doch mal eine illustre Runde. Ich meine, dieses Level hier, ne, das ist halt der Grund, warum Nintendo
Level mit Glitches löscht. Weil wenn das jetzt irgendjemand kriegt, so ein normaler Mensch, der sich jetzt nicht mit Mario Maker auskennt, dann kann er dieses Level nicht schaffen, weil es halt auf einem Glitch basiert. Das Dumme ist nur, dass Nintendo keine Unterschiede macht zwischen guten Glitch-Leveln und schlechten Glitch-Leveln. Aber man kann es halt ein bisschen nachvollziehen, ne? Aufgrund solcher Level wollen sie das nicht. Nun gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, wie lang der Part jetzt wird, weil ich vom ersten oder von diesem Level hier wahrscheinlich eine Menge rausschneiden werde. Trotzdem war es hoffentlich unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal. Ciao.